Gut. Einen Fotomat. Auch nicht schlecht. Was immer das ist. Ein Fotomat. Geht schon wieder mal. Ja. Also Roman, schau heute mal fest. Wir drohnen jetzt hier über den Dächern Salzburgs, nachdem wir für den Occasionspreis von 2,80 Euro den Berg für Erwachsene genommen haben. Steht hier drauf, Berg Erwachsene. Also wir sind nicht am Kinderberg, sondern wir sind am Erwachsenenberg. Und wenn man am Erwachsenenberg ja definitiv ein bisschen in der Kunst- und Kulturstadt sind, machen wir das jetzt einfach einmal. So, warte, da wird fotografiert, da rennst du jetzt gleich filmen ins Bild, dann ist der Urlaub versaut. Ich habe nämlich festgestellt, da hinten im Innenhof von zur Felsenreitschule hin haben wir auch nicht eine kleine Wand. Aber ist ein bisschen schwerer ersichtlicher, oder? Von unten Festspielplatz weg. Weil doch die Mauer darüber ist dann, also die Hausmauer. Schau, er war nicht am Klauer, wo er Bier holen. So hat er angefühlt. Ist er im Klo, oder? Ja, und Zapftis. Ja, und so machen wir jetzt wieder unseren Betriebsausflug über den Mengsberg. Genießen das schöne, schiere Wetter. Ist kein Betriebsausflug, Roman, weil wir sind ja keine Firma im klassischen Sinn. Ja, wir sind eine Schmähpartie. Nein, gestern wäre es Salz gewesen. Was ist der Unterschied zwischen gestern und heute? Dass heute das Ohr ist und dass der, ach so, da ist, der was sich aufregen kann. Oder? Roman, schildere den Herrschaften mal, wer sie mit Sicherheit aufregen wird, weil er das schon in Hellbrunn getan hat. Schaut mal, wie der Kopf dann von Elvis immer roter wird. Ja. So, so wie ein Kelomat, der unter Druck steht. Super. Wir haben eine Erstaktion probiert mit der Liberta. Die jetzt gleich noch abgesegnet wird. Los. Ja, machen wir, wenn wir es sehen. Freundlicher Mensch. Ja. Wobei ich jetzt nicht ganz verstehe, wir sind eigentlich alle etwas alt. Wir sind aus der Generation mit Anstand halt. Ja, aber schau, wenn ich wusste, dass die da heroben ganze Baustellenmaterialien haben, hätte ich vielleicht gar nicht so großartig einkaufen brauchen. Von der Firma Taurus, unseren roten Salzburger Stier. Mhm. Nicht nur die Polizei hat eine Taurus-Einheit. Na, die hat aber auch quasi die Limes, ne, fürs Corona. Ich weiß, es heißt Limes und bezieht sich auf den Schutzwald. Das was aber nicht einmal die Kollegen selbst wissen, was das Limes bedeutet. Den ich damals gefragt habe, irgendwie nicht wusste. Ja. Oh, ja. Die von Taurus glauben wahrscheinlich, dass sie einen Ziegenkopf auf ihren Emblem haben. Naja, so geht unser Kulturgut verloren. Da haben wir jetzt, und die Bürgerwehr, meine Damen und Herren, die Bürgerwehr sollte das Pöbel, ja, vor den Hochgestellten einen guten Abstand halten. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass ja in weiser Voraussicht 1816 die Bürgergarde aufgelöst wurde.
Und jetzt kommen wir zu einer Stelle, wo sich viele Menschen einst das Leben nahmen. Selbstmordrate heutzutage 6-mal höher als dazumal. Hier, da sind sie gesprungen. Oder noch ein Hader, wenn man sich Silenzium anschaut, gesprungen worden. Das ist schon wieder so eine Verschwörungstheoretik. Nein, nein, ich möchte nur einfach mal ein paar Fragen in den Raum stellen. Beantworten sollen sie dann einmal zur Abwechslung andere. So, was sagen wir? Kannst du noch ein paar Lagen schauen? Aha. Die Büsche da weg, gell? Voll tat ja. Also. Wo riecht das? Da auf der Seite. Er ist dann wieder so versteckt. Ja, eben. Naja, bereiten wir mal einfach alles vor. Elvis ist eh schon dabei. Elvis holt schon das Werkzeug raus. Assistentin und bei uns gewurzelt. Ja. Halten. So, umdrehen. So, ich mache zwar gerade mal kurz Pause, aber die Teuerung und Namensschaffung von Freiheit geht weiter. Das, oder? Ehrlich sagen muss, das mit den dicken Lettern hat mir sogar noch besser gefallen. Weil man es von der Weiten echt gut sieht. Also für alle Nachahmer, am idealsten ist es, meiner Meinung nach immer noch, wenn man es pinselt. Wir haben das gesprayt, das ist das, wovon der Roman redet. Das ist unglaublich anstrengend und kann wenig, macht aber dicke Lettern, die unglaublich zerlaufen. Das ist noch ein bisschen besser zum Lesen, als wie das vorige. Weil es einfach noch mehr Struktur hat. Ich hätte gesagt, das ist ideal für hier, oder? Ja, auf alle Fälle das. Das passt noch gut zu den Verkehrsbeschränkungen. Ja. Ich glaube, jetzt kommt er gerade raus. Also, die auf der Kamera werden Sie das hören. Unten haben wir wieder Pfeifkonzert. Wir sind ja ziemlich oberhalb vom Festspielhaus. Die, die es nicht wissen, direkt über den Neutor. Lange Spiegel, dann könntest du es runterlaufen und dann wird es genau an der Mauer hängen. So. Das braucht halt noch einen langen Strick. An die Seile hängen, dann wird es genau vor der Mauer hängen. Ja, was glaubst du, was ich mit hab? Ah. Jetzt hätte ich gerade auf der Baustelle geguckt, das wäre mir gut. Wir gehen jetzt dann gleich zum Fischen. Jetzt zeigt es gleich, für was die Stangen gut sind. Du hast schöne lange Fingernägel, du klätzelst mir mal das eine Etikett da oben ab, bitte. Und piekst es aber nicht auf, okay? Wenn das möglich wäre, wäre schön. Schließlich bin ich der, der das ja mit dem Roman schon mal gemacht hat. Und nachdem der Roman der ist, der zu Doku-Zwecken da ist, ist es natürlich voll kacke, wenn du mich aufspießt, weil dann haben wir wieder keinen, der einen Plan von der Materie hat. Hast du deine Schutzbrille mit? Wie es gehen soll. Was ist, wenn es ins Auge geht, sondern woanders sind? Ja. Macht ja auch nichts. Du, ganz ehrlich gesagt, alles, was das Leben vorzeitig verkürzt. Dann wird das Teil zum Auspuff. Sorgt dafür, dass man sich weniger mit dem Abholen von blauen Briefen. Roman habe ich schon erzählt, ich habe da irgend so einen lustigen zum Abholen. So.
Du musst ihn zurückgeben. Ja, in einem blauen Brief. Ich höre auch nicht gern blauen Brief. Ja, wenn es eine Mahnung wäre, dann darf es schon direkt im Postkasten sein und nicht erst zum Abholen. Ja, schauen wir. Sehr schön. Und nachdem wir Müll in den Brunnen zogen. Na, deswegen stehe ich hier extra bei der Mülltonne. Der Roman wird jetzt staunen und oder begeistert sein. Ich hab mir nämlich die Mühe angetan. Ja, liebe Zuseher, es folgt noch ein Video, dann werdet ihr begreifen, was es da geht. Wir wollen ja nicht gleich wieder teasern. Das dürfte das längste sein. Schauen wir mal, dass wir das da durchfahren. Ja, Alice ist unser Menschenfänger. Da hat er das Fischerband. Ja, der Mann, der uns Gott gesagt hat, war ja schon hier. Ah ja, mit Schwung können wir da schon ausholen, dann wird ich über die Büsche drüber gelangen. Schauen wir mal, wie lang das da ist, wie das auszahlt. Machen wir gut Schnur. Na, jetzt geht's zum Interview, oder? Der Erwin. Salve, grüß dich. Servus, habt ihr es jetzt oben, oder? Also wir stehen jetzt Höhen an Neutor und bereiten einmal unser Corpus Delicti vor. Ja. Und ich schätze mal so in 7-10 Minuten dürften wir soweit sein. Ja, ihr steht noch ein bisschen weit auf der Seite. Ich werde einmal runterwinken, dass du uns schon mal so siehst. Ja. Der Jens winkt gerade. Ja, das passt. Genau. Okay. Also so circa 7 Minuten im Schnitt, plus passt. Minus. Ja, perfekt. Coole Sache, danke. Ciao. Doch kein Interview. Heute stopft sie das da irgendwie. Echt? Schau. Ja, aber es ist nicht mehr durch. Ja, letztens ist es voll easy gegangen. War gar nicht weit drin. Durchschauen kann man, oder? Wenn man es durchfahren kann, kann man es auch durchschauen. Du hast ja nicht durchfahren können gerade. Ich hab schon gemerkt, der hat einen BH an. Das geht da näher. Sollte ich das zweite Mal anfangen zu probieren? So, nein, wir nehmen einfach das andere Ende mal zuerst. Vielleicht geht das so besser. Ja, es ist immer irgendwo der Kobold drin. Nein, es ist einfach grundsätzlich eine ganz tolle Idee. Es ist einfach nur scheiße, wenn man quasi wetterfest 18 Meter Salzburg macht, Aufbahner macht und ich mich mit solchen depperten XX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 
Druck vielleicht trotzdem eine Zeit lang weiter, wenn du glaubst, das steckt. Na, es steckt ja schon. Ja, aber wenn man ein bisschen mehr Druck gibt, vielleicht gibt es dann noch mit der Zeit. Na, aber inzwischen ist es hier wieder nicht einmal was. Na, es ist jetzt. Ja, nur am Ende war er recht. Ach so. Sonst kann man durch. Ach, Kacke. Damit du dafür irgendwas gut bist. Ja, außer zum gut ausschauen. Also, Memo an mich, mag nicht. Memo an mich, scheiße. Memo an mich, nie wieder eine Schwurbelaktion auf Low-Budget-Basis. Wenn das einer hält, war er dir sehr dankbar, dann standet man da. Was? Nein, du sollst mir nicht das aus der Hand ziehen, wo ich arbeite. Nein! Du sollst dich schon halten, nicht aus der Hand ziehen, weil sonst dringt das nicht durch. Ja, jetzt hab ich's verstanden. Hervorragend. Aber. Kann man das. Das kann man verwenden, aber. Wenn wir das jetzt gerade bringen und das so nimmt vorne, dann kommt man das eventuell, wenn man das gerade kriegt, kann es sein, dass das durchgeht. Also rausgedrückt. Aber ja, du hältst einfach einmal. Okay. Nicht in den Dreck holen. So. Ja, das ist sicher Zangerl oder was nicht. Mal. Habe ich das jetzt da? Was ist jetzt los? Aha. Da fällt's. Da fällt's. Der passt. War möglich. Leicht. Ja, dann verkeilt es drinnen und kriegen wir es erst recht nicht mehr raus. Ganz kurz. Hast du eine Axt mit? Nee. Dafür gebe ich dir ein Equipment. Ich habe eher einen Hammer mit entspannt. Ich bin ja schon davon ausgegangen, dass du den nicht mitnimmst. Jetzt lass dich in die Richtung bitte und. Dann haben wir eine Powerkleidung noch wieder. Herr Luis würde sich sehr herzlich dafür bedanken wahrscheinlich. Dadurch, dass ich so laut schreibe und Van der Bellen, ist das vielleicht kontraproduktiv, wenn ich da noch Axt in der Tasche habe. Ja, vor allem schaut blöd aus vielleicht. Da habt doch ich aber Taschen mit. Weiß ich nicht, was ich mit. Nein, habt ihr recht. Ja. Ja gut, eine Tasche besser hätte ich auch in der Tasche. Ich habe schon genug Social Credit Punkte. Das müsst ihr mal nachholen. He. Ja, habe ich eh schon mit Lichtgeschwindigkeit überholt. Das 7 Minuten sind vorbei. Und wir fuchsen nur immer rum. Beziehungsweise teilweise fuchst du da noch immer rum. Das hast du so schön erkannt. Das Probieren ist. Probieren geht über Studieren. Na, genau genommen geht Probieren auf die Nerven, das weiß ich seit halb rum. So, wenn der Elvis da rumwirkt, werde ich meinen Akku wechseln. Bis gleich. Bin jetzt neugierig. Also ein bisschen schwingt das vielleicht selber ruhig. Da habe ich ruhig. Ja, eben.
Wenn du die Stange hältst, dass es nicht durchbirgt. Ja. Nein. Trotzdem nach unten vielleicht. Nach unten, aber nein, nicht durchbirgen sie fix. Und ein bisschen Gefälle wäre auch noch nicht schlecht. Wenn du da sauernd so einen Knick machst, funktioniert das nicht. Schau mal, ob da bei dir schon was unten rausschaut. Nein, nicht. Das hast du nur zu wenig. Ja, aber es steckt ja schon wieder. Ja, ja. Wie gesagt, das ist ja schon weg. So. Da halt einer, da halt einer. Dankeschön. Ja, wir haben da ein Riesenproblem mit unseren Utensilien, weil die blöde Schnur durch das Rädel nicht durchgeht. Okay. Beim Probelauf ist das sehr, sehr gut gegangen. Stöß ab, damit sie auch noch ihren Wunsch hat. Danke. Stöß ab. Ah ja, also die 7 Minuten haben noch gar nicht einmal angefangen. Okay. Ja, ich hab doch gesagt, die rufen auch, wenn wir so weit sind. Warum ruft alle 5 Minuten an? Ja, weil die Leute so neugierig halt sind. Ja, ja, also du hörst, Elvis ist schon fertig mit den Nerven. Aber wir kriegen das schon noch hin. Gut, ciao. Tschüss. Es hätte ja sein können, dass sie uns festgenommen haben. Da macht sie sich halt Sorgen. Da hätten sie aber schnell da oben seine Sicht. Für was sollen sie uns festnehmen? Dafür, dass 3 Deppen beieinander stehen, ein Plakat halten und das irgendwie zusammenbasteln, oder? Die dichten sich irgendwas aus, was wir dafür Waffen bauen. Was soll man denn zusammenbauen? So eine Fallschirmbombe oder was? Was der? Bringen sie nicht. Es könnte ja nicht so weit sein. Keiner hat gesagt, dass du da vorrennen sollst. Oh Mann. Da halten. Ja, das ist auch eine Lösung. Ja, wenn es anders nicht geht, muss es so gehen. So, einmal umgelegt. Memo an mich, wir hätten einen Jonas mitnehmen sollen, der ist am wenigsten weit vom Bastelalter entfernt. Der ist vielleicht für sowas noch geeignet, motiviert oder sonst was. Ich bin spätestens seit dem Tidiger Puma, whatever, Gehege, nimmer. So. Vielleicht trotz alledem da auch nochmal drüber. Das ist ja schon umbogen und zweimal. Ja, das ist recht. Weil wir doch was mit einem Wurf machen und. Sicher ist sicher. Dass du aufpasst, dass das jetzt nicht verheddert miteinander. Dafür hätten wir ja jemanden, der. Zwei. Danke, Roman. Da zu mir herkommen, damit wir da das selber machen. Du hältst da drüben und lass das Solin nicht los. Wir machen das hier auch ein bisschen nackig. Dankeschön. So. Na, da haben wir das große Hubkonzert. Ja, ich stehe auf Hupen von A bis Doppel-D. Und man hat Manta, soll man da mal drüber wickeln. Dann machen wir das. Ich erwarte ja sowieso dann einen gescheiten Windhauch, der reinfährt und uns das Ding anreißt. Und irgendeinen Polizisten auf den Kopf fällt, weil dann hat der Roman gleich wieder eine klasse Anzeige.
Das ist ein Schwammkürzer, also ja. Ding da. Die Stange ist ein wenig kürzer. Voll toll. Voll toll. Hat die Schwurbler-Werkstatt nicht gut gearbeitet. Habe ich schon mal gesagt, dass mir dieses Projekt sowas von am Arsch geht. So. Und man hält das einmal da. Jetzt haben wir da wieder einen Knoten reingekriegt, weil man muss da eine jede Peinlichkeit des Scheiterns von dem Drecksprojekt festholen. Nicht so viel Zug, weil sonst haben wir da gleich wieder das nächste. Ja, ist eine gute Länge. Also das obere Drittel nimmst du. Nein, nicht ganz, ein bisschen mehr sogar, gell? Der Jonas fährt übrigens echt ganz stark von der Lage. Der hat von einer Hand nachgerannt und hat vor die Polizisten. Wo geht's jetzt an der Mönchsberg? Du brauchst das da nicht halten. Was du brauchst, ist das da. Okay. An dem lassen wir es dann da runter. Ich trage euch jetzt einmal. Okay, wenn ich sage, ich drehe euch. Sehr schön. Roman, du schaust, dass das da noch einmal umgeht. Sehr schön. Damit man halt nicht. So, das so liegen, dass das wir. Wer holt das da? Ja, ich hab das. Was hier? Das ist der Roman. Das ist da. Okay, vielleicht hinter bei. Was? Bleib du stehen. Bleib du stehen und ich geh um die herum. So, das ist deins da. Kleines Moment, noch, ich ruf trotzdem an. Nein, den brauchst du nicht anrufen, weil das wieder Zeit hat. So. Nein, wir machen das wieder mit einem Innenverfall, das heißt, du nimmst das, das heißt, du kommst bitte nach innen und du gehst nach außen. Weil das ist, du kommst nach innen und du gehst nach außen. Ja? Genau, weil die Spannung soll ja dann gar nicht so weit. Wir lassen jetzt einmal die Spannung locker, es geht jetzt einmal quasi darum, locker lassen, dein Insulin, locker lassen, okay, da hängt's, ja.
Ja, das versuche ich. Vorher musst du mal. So. Ja, außer Ost hängt noch, das siehst du glaube ich eh, gell? Ja, den Ost zieh ich schon. Aha. Aha, sehr schön. Und legst den Schirm da an der Stange dran. Ja. Komm noch mal kurz her wieder mit der Stange. Und tu dann auch Möglichkeit nicht weh. Oder andere. Ja. Ich ziehe ein bisschen an den Bade fürs Solide, zu mir her, nicht zur Seite. So, weiß ich nicht. Na, da redet man keiner drüber, weil ich will nicht, dass er noch. Ja, ich setze euch so, aber ein. Heute einmal da, weil, wenn ich einen beim Arbeiten zuschauen kriege. Das war in der heutigen Zeit jetzt gar nicht mehr so unüblich. Das darf man sich die Männer aussuchen, ja? Ich würde mal unten fragen, ob das überhaupt jetzt so hängt, wenn ich es gerade wegfahre. Nein, der Elvis möchte es eh noch ein bisschen weiter da kriegen und runter. Da macht er jetzt eine Verlängerung mit seinem Schirm. Gut, dann meinst du, findet man im Wald einen längeren Stecken, ha? Ich hab keine Hand frei. Jetzt komm auf, was du im Halten hast. So, jetzt sind wir schon in der End-Pull-Position. Jetzt macht der Elvis noch einen langen Stecken, dass wir es ein bisschen weiter runter kriegen. Ja, das Problem ist, das Mann ist nicht klar, man kann gar nichts lesen von hier. Das ist uns so von Anfang an eigentlich klar gewesen, weil die Schrift zu dünn ist. Ja, ja, sagt schon, dass die Schrift einmal nicht lesen kann. Nein, du kannst gar nichts lesen, das sagt nur, dass ein kleiner Fetzen in der Wand ist. Ja, so ein kleiner Fetzen, ja. Wenn ich voll zugesummt, sagst du gar nichts. Echt? Du siehst so auch keine Schrift, die man zugesummt? Nein, gar nichts. Aha. Aber ist so jetzt der Weimar gerade, so von der Fläche ja, her? Ja, halbwegs, das hängt halt ein bisschen in die Buschen, aber halbwegs gerade. Aber wie gesagt, du sagst nur, dass ein kleiner weißer Fetzen drinnen hängt. Ja, ja. Und sonst gar nichts. Ha. Ich kann gar nicht so weit zoomen, dass man da irgendwas sehen. Okay. Ach, jo. Ja, wir hängen jetzt trotzdem, jetzt sind wir einfach runter. Entweder hängen lassen oder woanders positionieren. Ja, wir haben noch eine zweite Maske, sonst damit. Die muss dann generell weiter unten hängen, wo. Weil da ist die Schrift noch dünner auftragen. Ja, oder gleich herunter irgendwo. Ja, das da wären wir jetzt noch so weit wie runter, wie es noch geht, runterkriegen, aber der Elvis braucht noch eine Verlängerung, dass wir es über die Büsche drüber schupfen können. Ja, ja. Es fängt zu regnen. Regnet es bei euch unten auch gerade? Nein. Okay, dann. Tröpfchen dort sind wir wieder ein bisschen, aber. Ja, 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 scheiße. Ja, wie gesagt, leider kann man gar nichts lesen. Ja, das haben wir uns eh fast doch. Ja, ja, dann spart man noch ein bisschen ab. Bis dann gleich, jetzt brauche ich mir die Hände frei. Ciao.
Zwei. Da haben wir einen langen aus. Elvis, hältst du das da? Dann gehe ich auch einen aussuchen, weil das da, das kann nicht so hängen. Das hat sich quer gestört. Ja. Ah, das hat sich komplett verdraht. Jetzt hast du wieder auf? Oder? Nein, war. Ah, jetzt geht's wieder. Zieht's so wie? Das muss gar rüber gezogen werden. Ja, ja, weil das segelt gerade in die Richtung Platz, rüber. Platz, du musst anziehen. Anziehen. Rechts anziehen. Noch, noch. Das ist das Spiel, gell? Ja, ja. Noch, gut, geht gut. Schon, geht schon. So ist gut. Das muss gerade sein. So ist gut. Hast du es so? So lala. Ah, das hebt sich ja, zirkt sich da nicht von der Wand her. Ja, durch den Wind, das ist das. Ja. Ja. Das ist aber klar, weil unten nichts beschwert ist. Das ist 2,50 Meter von der Wand weg. Ich muss ja, ich gehe gerade wieder eine Runde, weil bei mir ist die ganze Zeit Polizei und Zivil. Ja. Die nehmen die ganze Zeit auch neben mir. Kann ich ja nicht mehr runter. Jens, geh du weiter nach links vielleicht? Rüber? Ich kann den gerade nicht weiter loslassen, das ist so weg. Da haben wir den blöden Busch drüber. Halten. Das ist doof, aber jetzt gibst du mal deinen Seitenteil. Das hast du dein Segel echt gekriegt. Nein! Siehst du es irgendwo, Roman? Nein, jetzt nicht mehr. Es hat sich an die Wand so wie. Ah, okay, total verknittert. Ja. Und entknittert. Aber wir haben das Problem. Bei dem auch. Nein, wir haben das Problem. Jetzt ist gleich wieder bei uns oben. So, ja. Einholen. Ach, wir haben einfach keine Glicke. Was haben wir denn angestellt? Ah, Scheißdreck. Ich nehme das jetzt einfach zur Felswand von. Beim Festspielhaus. Das war jetzt auch gerade eine Idee. Ja. Jetzt haben wir da mit dem Wind einfach mehr Glück. Ja, da kann man es anordnen, weißt du? Ach so. So, schaust du, dass du da das Solin quasi zusammen bringst. So, jetzt mache ich mal Cut. Mittlerweile hat uns die Terminator Skylab Kampfdrohne der Polizei ins Visier genommen. Wir brauchen einfach zu lange, waren schon zu auffällig. Also, die erste Location war Fail. Kommt dort durch. Also die erste Location war ein Fail. Zuerst waren die Büsche im Weg. Dann links daneben wäre der Platz gut gewesen, aber dann war der Wind stark. Das hat sie alles hoffentlich mitgekriegt. Und da schauen wir jetzt zu einer anderen Location und hoffen das Beste. Also dann bis gleich. Jetzt haben sie das kritisch wiederholt, als sie haben gesagt, da waren wir da, oder wer? Ja? So. Hier habe ich dann meinen Ausweis. Ja, jetzt drehen wir mal erst die Zigarette. So, haben Sie irgendwas Transparent da ausgebreitet, oder? Haben Sie was mit? Ich habe einen gerade erwähnt, ich habe eine Tasche, einen Schirm, einen Metallstang, eine Jacke, ich habe jede Menge mit. Transparent habe ich keinen Aufgrund, weil der Wind stark ist. Aber hätten Sie es versucht, ein Transparent aufzunehmen? Ja, Sie haben ja mit Ihrer Drohne eh ein Foto, was fragen Sie? Völlig richtig, die Frage, wenn Sie das Ganze angehört, diese Versammlung, oder ist es so einfach ohne Anmeldung der Versammlung zustande gekommen? Es ist keine Versammlung. Es ist keine Versammlung, rein rechtlich. Was ich weiß, ist es schon eine Versammlung.
Also wenn ich jetzt dann Pickerl auf sich ob wenn Sie die Herrschaften Wasserrinnen und wenn ich Aufkleber auf Wasserrinnen klebe, ist das auch Versammlung. Lass den Herrn einmal aussprechen. Aber die Judikatur spricht ja mittlerweile nicht mehr von Personen, sondern die redet nur zusammen einen gemeinsamen Willens- bzw. Meinungsausschuss, egal ob stehen, sitzen oder sich fortbewegen, kundzutun. Doch transparent haben Sie das, glaube ich, gemacht, meiner Meinung nach. Wenn Sie mir das transparent zeigen, dann haben wir das haben wir auf der, wie Sie gesagt haben, auf der Drohne gehabt. Uns geht es jetzt einmal primär nur um die Ausweis. Wie gesagt, wenn man Aufkleber auf die Dachrinne klebt, ist das dann auch eine, muss man das ich auch anmelden. Ich kann jetzt keine Grunddiskussion anfangen. Ich frage, haben Sie einen Ausweis für mich? Vielen Dank. Wie gesagt, das ist Pressearbeit, was wir da alle machen. Und wie gesagt, nicht, was wir alle machen. Ja. Die Presse bist du, aber. Ah, wurscht. Herr Rolder, haben Sie ein Geburtsdatum für mich? Das steht eh oben. Sicher. Rados 1. Ja, grundsätzlich übers Hotel Mönchstein vorm Augustiner rauf, aber aktuell ist die Lage ruhig und ich glaube, wir managen das schon. Haben Sie eine Telefonnummer für mich, Herr Rolder? Herr Rolder, vielen Dank, ich werde einen Ausweis mal wieder zurück. Sind Sie in Salzburg gemeldet irgendwo oder in Österreich gemeldet? Herr Rolder. Sie haben gerade die Adresse da drauf gehabt, oder? Ich habe mir jetzt nicht aufgeschrieben. Die werde ich wahrscheinlich dann auch da gemeldet sein. Sehr gut. Schau, da war eine Versammlung, Elvis. Der zweisprachigen Kabelbinder, was ein Baum ist, war es sogar eine ausländische Versammlung. So, ist dann der zweite Akku verwurzt. Okay, die Nummer vom Tonpilot. Ich höre gleich. Und man halte fest, da hängt kein Banner und das ist einmal Fakt. Der Wind war uns ja auch nicht gnädig, sonst würde es ja auch hängen. Ich sag, wenn Sie mitfilmen, dürfen Sie das gerne machen, aber wenn Sie es irgendwie veröffentlichen, dann ist es strafbar. Wie gesagt, das ist Pressearbeit, mein Herr, gell? Wie gesagt, ja, wenn Sie besser sind, dann ist das so. Haben wir jetzt von Ihnen schon einen Ausweis? Natürlich. Ich schon vom Herrn Rolder. Er hat den Presseausweis schon aufgenommen. Ihr Kollege schreibt schneller, als Sie mit Ihrem Diensthandy ein Bild von meinem Pass machen. Okay. Das ist gut. Na, weil es ja immer heißt, die Digitalisierung ist so von Vorteil. Wir müssen mit dem arbeiten, was wir können, leider. Ja. Das werdet ihr bald merken, dass euch ja Überstunden geht, in ein paar Monaten nicht essen könnt. Ja, aber das geht auch anders vor. Aber jetzt könnt ihr es dann verhorzen, dass euch ja mit euren Scheinen dann wärmen könnt, wenn man dann nehmen, hungern, auch noch frieren, gell. Aber macht's nur mit. Schaden vom Volk abwehren, gell, habt ihr einmal geschworen auf euch ja nicht, aber naja. Ich habe nicht geschaut, ich bin bei dir geblieben, aber da kannst du jetzt runterlaufen. Kannst du nicht wieder hoch? Nee.
Da ist die Feste. Haben wir mit der Bahn rum und gut, oder? Ja. Nachdem es keinen Wert darstellt, ist es keine Bestechung. Was zum Lesen für Sie und Ihren Kollegen? Danke, nein. Polizei interessieren keine Fakten. Ich hab mir natürlich vor nette Wartepause, weil das scheint ja noch ein bisschen länger dauern. Und hätte dann auch was zum Lesen mitgeben. Ja, das hätten Sie nämlich für Ihre Ermittlungsarbeiten zur Not gehabt, warum da irgendwer sich Mühe antut und auf den Berg fährt oder happelt, um dann dort da transparent aufzuhängen, was ja anscheinend einer politischen, wie man sagt, einer Versammlung gleichkommt. Wer von Ihnen ist der nette Herr, der die Dienstnummer hergibt? Internat mit den Schweizern. Seien Sie bedankt. Ich noch mal kurz ein Portal drauf machen. Wird nicht veröffentlicht, das ist nur mit der Nummer. Auch die ist nämlich nicht lang und breit. Kopien. Ja, wie gesagt, die Drohne ist ersichtlich, dass Sie da transparent aufgehängt haben. Nein, die Drohne hat lediglich festgehalten, dass wir versucht haben, ein Transparent aufzuhängen. Wenn wir ein Transparent aufgehängt hätten, würde es ja dort hängen, um der deutschen Sprache Genüge zu tun. Das haben Sie sehr schön gesprochen, das ist korrekt. Aber es gibt ja die Möglichkeit, dass man in der Zwischenzeit das Transparent schon wieder abgenommen hat. Das hätte wenig Sinn, oder? Man hängt ja kein Transparent hin, damit es für die Öffentlichkeit an diesem sichtbaren Stellen... Ich glaube, die Grundsatzdiskussion braucht man jetzt nicht führen. Nein, also ich gestehe hiermit ganz offiziell, wenn das Transparent da anzubringen gewesen wäre, weil der Wind und die natürliche Vegetation das nicht verhindert hätte, dann würde es da hängen für die Salzburger Festspielgäste sichtbar. Es freut mich sehr, dass Sie sagen, so die verbal so schön ausdrücken, aber um das Ganze ja, Deutsch ist meine Muttersprache und in Österreich Amtssprache. Sollten Sie als Beamter der Republik Österreich ja wissen. Okay, das freut mich. Wie gesagt, es steht hier eine Ordnungsstörung im Raum, wenn Sie das aufgehängt hätten, wir sichten das. Wir haben Ihre Daten, womöglich bekommen Sie eine Anzeige wegen einer Ordnungsstörung. Sie können einen Einspruch dagegen erheben, Sie kennen sich da glaube ich eh schon aus. Ja. Hatte ich in diesem Falle noch nicht, weil ich noch nie eine Transparentversammlung hatte. Ist alles eine, klar. Lobumgeschichte, ja. Aber ich kriege dann so oder so Post von Ihnen. Alles ist gut. Ich wünsche mir einen schönen Tag. Ich wünsche Ihnen noch einen geruhsamen Dienst, der ja nicht so selbstverständlich ist, wenn der alte Mann in der Stadt ist. Korrekt. Das ist wenigstens richtig, da sind wir uns einig. Genau. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Dann schaut, dass der Aschenbecher immer geleert ist von unseren Fahndarbeiten. Das ist nämlich arschkalt. Ja, was ist mit der Klimaerwärmung? Ja, verlasst ein bisschen mal auf was, gell? Und ja. Dann wird man sogar da enttäuscht. Ja, und dafür hätten wir schon das Plakat, das ist transparent 3 Meter weitergekommen. Somit ist es wieder Zeit zum Akku wechseln. Widrigkeit, welcherlei Ort? Ja, wie gesagt, für mich fällt das nicht unter Ordnungswidrigkeit, sondern unter Meinungsfreiheit. Ja, aber bin ich grundlegend übergeben. Außer Sie wollen nicht doch zugeben, dass wir irgendeinen totalitären Strukturverfallen sind, dann hat er doch recht. Dann will ich ihm gar nicht mehr widersprechen. Das ist
Ich kann nicht mehr ausziehen, weil sonst ist eine Stange werden draußen. So. Komm, hast du das? Sehr schön. Du hast die Stange runterlegen, oder dass ich drüber komme. Oder so, genau. Aber da oben wieder. Zu mir und mir. Damit das etwas mittiger hängt. Ja. Zu mir, ja. Okay. Da ist jetzt wieder so ein blödes Astal davor. Gehen wir weiter zu mir her. So. Von der Höhe her passt das so? Also bei der Christine ist es ein bisschen höher. Da, sie kommt ein wenig runter. Ja, jetzt haben wir wieder Falten drin. Ja, eben, weil du hoch bist. Wenn du noch runter gehst, dann ist die Stange waagrecht. Oh, wie weiter noch? Ja. Okay. So. So ist gut. Ja. Das mit den Ecken unten müssen wir dann mit den Bandeln einrichten. Und die Öldrohne. Wir haben den Banner gefunden. Wir haben den Banner gefunden an einer Stelle. Wahnsinn, ne? So, Jens, ich ziehe jetzt an. Magst du da die Schnur mal halten, auch nicht auf Zug, nur einfach, dass es nicht runterrutscht. Ja. Du stellst auf Mussolin. Ah, nicht auf unseren. Ja. So. Also besser Knochen binden als wir. Wir machen da mal gar keinen. Komm, dann schaust du mal wegen da. Ja. Wie heute? Mit allem. Nein. Schau, Elvis. Hängen wir es trotzdem noch mal runter. Ich möchte halt von unten trotzdem filmen. Ha? Dass ich schnell runterrausche und. Ich habe jetzt schon alles aufgeschnitten. Ah. Okay. Ja.
kann man die Herrschaft mit der Drohne ärgern. Wir sind jetzt ewig. Genießen Sie den wunderschönen Ausblick in die totalitäre Salzburg. Jetzt gehen wir es auf. Echt, haben wir einen Brief zum Schreiben. Ob es jetzt für irgendwas kriegt, das muss man gar nicht dauern lässt, oder? Ja, eigentlich schon. Man kriegt immer was. Man kriegt immer was, aber ich zahle ja noch immer. Ja. Was habt ihr jetzt hier auf einem Banner draufstehen gehabt? Das haben wir nicht verlesen. Ich auch nicht, weil der Wind gegangen ist. Ja. Sagst du das denn eher? Die, die die Drohne da oben steuern. Ja, die haben wir gerade schon vorher. Ich brauche mal das Watching hier. Ja, klar. Überall, auch bei uns in Bayern. Ja, ihr habt sie ja auch so. Bei uns spielt es genauso wie bei euch. Ja. Ja. Ich hab gesagt, wenn der Titel an der Regierung ist, dann wandert er nach Österreich. Ja. Ja. Jetzt gehen wir gleich mit der Ordnung zum Krieg. So, Solin haben wir alles jetzt, gell? Ist voll wurscht, weil die Aktion werden wir in der Form eh nicht mehr wiederholen. Das ist ja. Ich werde nicht schauen, welche Salzburg wacht auf, Leute, die das am Balkon hängen wollen. Ich hab keinen Balkon, ich bin 2 Stunden. Ich bin 2 Stunden, 4 Stunden. Damit es dann zu einer Hausholzwidrigkeit wird. Er bockt noch zusammen. Ja, aber ich bock ja zusammen und dann müssten sie ja sehen. Ach so. Also Müll, oder? Müll. Gut. Müll. 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 Das ist kein Müll. Nein, das ist so klar. Nicht, dass uns dann sagen, wir wollen den Fandabellen da irgendwie. So, bevor der Elvis dann geht, wieder noch ein paar nette abschließende Worte an, das, an die Nation richten. Du schau mal, dass du mit deiner Kamera den Himmelskörper da einfangst. Haben wir schon. So, dass man ihn auch erkennt, weil es ist ja immer dieses Problem, dass dieses Teil hier Bewegungslicht doch ein bisschen schlecht sichtbar ist. Und die Seher wollen ja nicht irgendwelche Horrorgeschichten von uns hören, was uns die Staatsmacht. Big Brothers Watching Me Style beobachtet und dann sieht man den. Wobei das recht schön ist, die machen ja sogar einen Lärm. Ne? Vom Rauchen hier oder Roma mit seiner Kamera, wo man diese Alarm hier reden. Die fliegen eh noch gleich mit der Bombe. Ich denke, wir können jetzt sogar eine andere Stelle gehen, oder? So, also Memo an mich, ein hervorragendes Scheitern mit Polizeieinsatz. Der ist natürlich nicht gescheitert, unsere Exekutive hat es voll drauf. Die waren schon 10 Minuten nach der Drohne da, haben dann noch nicht gewusst, ob das Transparent noch hängt. Der eine hat von Hand geschrieben, der andere hat versucht, meinen Reisepass einzuscannen in sein Diensttelefon, weil er ja höchst selbst erklärt hat, sie müssen mit dem arbeiten, was kriegen. Ich habe mir der Freundlichkeit halber, weil der Roman der Krawalljournalist ist erspart zu erklären, dass die meisten Lebensformen inklusive dem Menschen eigentlich nur 4 Dinge tun müssen und da gehört mit irgendwas digitalem, schrottigem, auf Steuergeld bezahlten Arbeiten nicht dazu. Die geneigten Seher können sich jetzt überlegen, was sind die 4 Dinge, die man muss. Ich gebe schon mal einen kleinen Teaser vorweg, was wir am Ende des Lebens alle müssen, ist sterben. Übrigens auch Polizisten. Und nein, das ist nur eine Feststellung und keine Drohung. Ich trachte den Herren, die uns da
nach diesem heroischen Einsatz der österreichischen Luftwaffe. Ich sage dann jetzt, ich werde zum Vollgas weg. Na, hören tut man es noch. Naja, Sie haben jetzt gesehen, wir haben eingepackt, wir konnten jetzt wieder auspacken. Ja. Schaut aus, als wenn ich Fliegen an der Windschutzscheibe angeschmissen kriege. So, also Memo an mich, ein hervorragendes Scheitern mit Polizeieinsatz. Der ist natürlich nicht gescheitert, unsere Exekutive hat es voll drauf. Die waren schon 10 Minuten nach der Drohne da, haben dann noch nicht gewusst, ob das transparent noch hängt. Der eine hat von Hand geschrieben, der andere hat versucht, meinen Reisepass einzuscannen in sein Diensttelefon, weil er ja höchst selbst erklärt hat, sie müssen mit dem arbeiten, was kriegen. Ja, ich habe mir der Freundlichkeit halber bei jeder Roman der Krawalljournalist es erspart zu erklären, dass die meisten Lebensformen inklusive dem Menschen eigentlich nur vier Dinge tun müssen. Und da gehört mit irgendwas digitalem, schrottigem, auf Steuergeld bezahlten Arbeiten nicht dazu. Die geneigten Seher können sich jetzt überlegen, was sind die vier Dinge, die man muss. Ich gebe schon mal einen kleinen Teaser vorweg. Was wir am Ende des Lebens alle müssen, ist sterben. Übrigens auch Polizisten. Und nein, das ist nur eine Feststellung und keine Drohung. Ich trachte den Herren, die uns da nach diesem heroischen Einsatz der österreichischen Luftwaffe. Ich sage jetzt, gehört zum Vollgas weg. Na, hören tut man es noch. Naja, Sie haben jetzt gesehen, wir haben eingepackt, wir konnten jetzt wieder auspacken. Ja. Bitte, Roman, halte fest, das ist nicht von uns. Das hat nicht ich da hingepickt. Aber schau, da war eine Versammlung. Da war eine Versammlung. Da haben die Austria Salzburg teilgenommen. Und die junge Linke mit I Love My Vagina. Ja, das 5020 Festival hat auch teilgenommen. Da hat ja allein das Logo schon 8000 Euro gekostet. Also beim 5020 Festival. Am öffentlichen Bereich. Wenn sich jetzt wer fragt, warum ich mir als Schwurbler ärgert, dass ich mit so billigen XX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 
Aber nachdem ich eh morgen auch wieder einen gelben Brief abholen muss, ist ja wurscht. So, jetzt werden wir mal telefonieren, wo die Schwurblerfeier für Jackies Geburtstag ist. Ich wollte gerade sagen, die werden alle noch da stehen, weil da schaut es ja noch so aus, wie wenn was los war. Mission erfüllt, Banner ist tot. Die fahren bei uns. Ja, und da ist das Getränk gestanden. Also. Ja, das muss ich mir aber ausfüllen. Mahlzeit, sind wir uns bei der Zeit jetzt einig, oder? Ja, jetzt sind wir bei Mahlzeit. Aber nachdem ich schon weiß, was du für ein läppisches Blubberwasser verlangst, werden wir nicht bei dir essen, aber so ein Blubberwasser nehme ich dann noch weg. Machst das, ja? Gut. Der Preis ist heiß. Der Preis ist derselbe und ist unverschämt. 4 Euro, gell? Was so ist das, genau. Aber das Problem zwei, ist wahrscheinlich, ja. Aber ich brauche kein Glasel. Okay. Ich habe gesehen, mit dem Herrn Valentin wurde schon korrespondiert. Dankeschön. Ja, danke. Gott, ja. Ich weiß ja, dass das Wasser nur so teuer ist, weil das Gas da drin ist. Das nächste Mal nehme ich ein stilles, dann läuft das besser. Ich schalte jetzt einmal aus, gell? Ja, da stehen wir jetzt vor einem Biller, genau genommen sogar einem mit einem Ausbildungszentrum. Und wir freuen uns, dass es bei der Nordsee jetzt diese umweltfreundlichen Papiersackel gibt, weil wir lieben unsere Meere und deswegen halten wir die Umwelt sauber. Das schaut dann ungefähr so aus. Ja? Ja, ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte in dem Land. Vielleicht sollten wir da in diesem schönen Stein, wo der andere schon mal, das ist klar. Keine Maske, das ist nur ein Flyer. Ne? So, so. Ja, ja, jedenfalls ein Ausbildungszentrum von der Billa. Wir machen jetzt aber einfach einmal einen legalen Schau. Ist das eine Maske? Na, das ist auch nur so ein Dreck. Dann sind die ein bisschen paranoid, wenn diese weißen Fetzen rumliegen, aber. Was soll's? In einem Monat, dann werden wir wieder unzählige finden. Wo sie jetzt eh schon immer mehr in die Geschäfte werden. Naja, nachdem wir ja heute beim Van der Bellen Empfang ja auch ganz viele Sauerstoffphobiker unter freiem Himmel gehabt haben, der Österreicher scheint es zu lieben gekommen zu sein. Superbrickel. Superbrickel ist ja echt voll kacke, ne? Oder? Mildes aus an der Mama hat. Ja, Superbrickel. Boah. Das kann man dann als Banden benutzen, die Superbrickeln. Gut, den nächsten Stopp gibt's dann. Schau da, da haben wir eine, damit das Ganze auch noch mal festgehalten wird. Den nächsten Stopp gibt's dann, wo keine dreckigen Masken liegen. Baba. Da dürfen nur Kinder wegen parken, Schatz.